In der Reihe Unser Aurich fahren wir dieses Mal in den Nordosten. Genauer in den Stadtteil Langefeld. Angelegt wurde das Straßendorf auf dem alten Postweg, der von Aurich nach Esens führte. Gegründet hatte ihn der Auricher Julius Dietrich Tannen. Der war übrigens auch Gründer und Namensgeber von Tannenhausen. Vor der Gründung von Langefeld 1780 nannte man den Ort Daytondale, was so viel wie tiefe Kuhle bedeutet. Heute erinnert noch ein Straßenschild daran. Langefeld liegt 10 Kilometer außerhalb des Auricher Stadtkerns und ist mit rund 4,8 Quadratkilometern Fläche und knapp 400 Einwohnern einer der kleineren Stadtteile Aurichs.